Hallo Freunde, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu diesem Videolog. Ich habe gerade das Auto beladen und für mich geht es jetzt los Richtung Recklinghausen auf die Hochzeit von DJ Markus. Der feiert dort seinen großen Tag und ich darf ihn heute begleiten und dich nehme ich jetzt mit auf diesen Gig. Folge mir einfach und begleite mich auf den Weg nach Recklinghausen, ab ins Hotel, ab über die Party. Und morgen, nachdem ich ausgecheckt habe im Hotel, treffen wir sogar noch einen DJ-Kollegen. Und da schauen wir mal, ob wir noch ein Interview mit ihm hinkriegen. Viel Spaß, macht's gut. Der Mike, ich fahre jetzt los. So, angekommen im Hotel, nachdem ich vorhin noch eine kurze Rastpause an der Raststätte gemacht habe, habe ich jetzt eben schon das Hotel gefunden. Ich war jetzt gerade schon drin und da gab es schon die ersten Probleme. Und zwar, du gehst an den Eingangsbereich des Hotels und die Haupttür ist zu, stockdunkel drin und niemand ist da. Eine Klingel gibt es auch nicht. Ich habe dann nochmal im Seitenbereich geguckt, so auf der Terrasse. Auch da niemand da und ob überhaupt jemand ja in dem Hotel wohnt. Es sah schon so aus, als wäre das komplett zu. Ist aber doch nicht so gewesen. Und per Zufall habe ich dann hier in diesem kleinen Setzkasten drin gemacht, dass die Mittagsruhezeiten haben und man die Möglichkeit hat, eine Handynummer auf gut Deutsch anzurufen. Und dort ist auch jemand dran gegangen und gesagt, ja, wir sind da, ich komme raus und mache ihn auf. Das war super cool, das hat auch funktioniert, also muss ich nicht hier vor verschlossener Tür Gott sei Dank stehen und habe jetzt ein Zimmer gekriegt. Ja, und ich bin ja immer froh, überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben oder überhaupt eine Möglichkeit haben, wo ich schlafen kann. Aber das hier... Hui, ich nehme euch da mal mit rein und dann zeige ich euch das mal. Puh, bis unter das Dach muss ich drunter. Und da wurde mir wirklich nur ein Schlüssel in die Hand gedrückt. Und das Coole ist, egal wo man dran guckt, überall stecken hier die Zimmerschlüssel. Also theoretisch könnte ich jetzt in jedes Zimmer rein, was ich wollte. Meins ist Zimmer Nummer 16 und das ist sogar sehr, sehr cool. Oder besonders, ich mache jetzt erstmal die Tür zu und dann erzähle ich mal genaueres. So, mir wurde ein Zimmerschlüssel in die Hand gedrückt. Ich hänge das mal kurz hier auf. So, leg das mal hier ab. Perfekt. So. Ja, mir wurde Zimmerschlüssel in die Hand gedrückt und nur eine Seitentür gezeigt, wo ich heute Nacht reinkommen kann und alles andere ist okay. Ich habe noch gefragt, wann ich auschecken muss. Mir ist das auch nicht. Also das hier ist das Zimmer und wie gesagt, ich bin einfach wirklich froh darüber, heute Nacht ein Bett zu haben, wo ich einfach nur reinfallen kann, wo ich nach der Feier einfach nur mal ein paar Stunden schlafen kann, es morgen früh Frühstück gibt, ich auschecken kann in Ruhe und mich dann noch mit dem einen oder anderen DJ-Kollegen treffen kann. Da bin ich dankbar. Das muss nichts Luxuriöses sein. Also ich bin kein High-Class, was weiß ich, Hilton-Hotel-Mann. Ich brauche einfach nur ein Bett und ein Dach über dem Kopf. Da bin ich schon dankbar für, sodass ich nicht nach einer langen Nacht wieder nach Hause fahren muss. Trotzdem ist das schon ein wenig freaky. Also hier ist es, wie ihr seht das ja, ist es total simpel ausgestattet. Das Badezimmer, da gehen wir mal rein. Ist auch relativ einfach, relativ spärlich. Komm, wir winken uns mal gegenseitig zu. Hi, hallo, grüßt euch. Und hier war ich jetzt zumindest eben auf Toilette und wenn man hier den Spülriegel drückt, dann fällt das hier oben, fällt hier schon auseinander. Das ist, hui. Also, ich traue mich nicht wirklich irgendwas anzufassen, weil ich Angst habe, dass ich es kaputt mache. Sehr, sehr ungewohnt. Sauber auch nicht wirklich, also da lagen schon ein paar Haare an der Toilette drin. Finde ich nicht so cool, also Sauberkeit ist mir dann doch immer schon sehr, sehr wichtig. Trotzdem will ich jetzt hier, wie gesagt, nicht groß meckern, sondern einfach nur froh sein, dass ich, wie gesagt, eine Möglichkeit zum Schlafen habe. Und das habe ich jetzt auch und jetzt mache ich mich fertig. Und dann geht es auch schon so langsam los auf Richtung Feier. Ich schmeiße mich jetzt erstmal in die Abendgarderobe. Mikes lila Hemd ist natürlich auch wieder mit dabei. Super cool. Und mitten im Zimmer steht ganz groß dieser Schrank. Und jetzt mal die Frage, ist das... der Weg nach Narnia? Kommen wir da in eine andere Welt? Wir machen es mal auf und gucken mal nach.
Nee, ist nur ein Kleiderschrank. Perfekt, aber da kann ich wenigstens zack, einmal meine Garderobe reinhängen. Das hilft zumindest schon mal weiter. Dann muss ich wohl warten, bis ich in andere Welten komme. Schade. Okay, Freunde.